Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wohl kaum ein Minister hat in der Geschichte der Bundesrepublik so viele Fehler gemacht wie Jens Spahn. Er und sein Ministerium hangeln sich von Fehltritt zu Fehltritt, von Skandal zu Skandal. Und was ist passiert? Nichts. Keinerlei Konsequenzen. Die Inkompetenz ist chronisch geworden in dieser Regierung. Und jetzt liefern sich SPD und Spahn eine Schlammschlacht, wer denn nun den neuesten Mist verbockt hat. Der Spahn ist es wohl leid, wieder als Sündenbock dazustehen. Anfänglich hieß es noch von Seiten der SPD, der Spahn wollte unbrauchbare Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Behinderte austeilen. Dann meinte Spahn, die SPD hatte die Idee und so weiter. Derweil gab es einen großen Streit innerhalb der GroKo im Bundestag. Und alles in allem ist kein Ende in Sicht. Es ist eine große Schlammschlacht, die vor allem von einem ablenkt. Die Regierung ist absolut unfähig. Völlig egal, ob nun SPD oder Union schuld sind oder Jens Spahn persönlich. Es war ein absolut arroganter und respektloser Vorschlag, den Bedürftigsten im Land nutzlose Masken anzudrehen. Und bei diesem Skandal vergessen wir fast, es ist eine gigantische Verschwendung von Steuergeldern. Wieder einmal. Ich frage mich wirklich, wie kann so etwas geduldet werden? Und wie kann ein Mensch so sehr an seinem Amt kleben? Zum Leidwesen der ganzen Bevölkerung. Kein Wunder, dass Deutschland die höchsten Steuerabgaben in der Welt hat. Das meiste Geld wird ja scheinbar einfach aus dem Fenster geworfen, weil gewisse Leute keine Ahnung haben, wie man wirtschaftet. Wenn man von solchen Dingen keine Ahnung hat, darf man eben keine große Verantwortung bekommen. Und schon gar nicht die Verantwortung, der Steuergelder von über 80 Millionen Menschen zu verwalten. Ein Land sollte seine Besten mit der Leitung beauftragen. Bei uns ist es leider umgekehrt. Im Bayerischen Landtag, ihr und euer Ingo Hahn.